Hallo liebe Leute, heute machen wir ein richtig leckeres Bruschetta und das ist mein Lieblingsbruschetta, weil ich einfach, wie ihr mittlerweile wisst, Erbsen liebe und das ist einfach nur toll und ich bin eigentlich jetzt schon happy, wenn ich schon denke, dass ich es gleich essen kann. Und jetzt haben wir Sommer, ihr könnt frische Erbsen nehmen, ihr könnt aber auch TK-Erbsen nehmen. Ich habe keine frischen bekommen, deswegen nehme ich auch TK. Das heißt, ihr könnt es eigentlich auch das ganze Jahr drüber machen, weil es einfach nur so genial lecker ist. Also ich freue mich immer wie Schneekönig, jetzt haben wir ja Sommer, wenn ich es essen darf oder machen kann. Und ja, deswegen wollte ich euch da teilhaben lassen und schaut einfach zu. Und wenn ihr es mal nachgemacht habt, wie immer Kommentare schreiben, teilt das Video und dann fangen wir jetzt einmal an. Ich habe mir, wie gesagt, einmal die Sachen aufgetaut, Erbsen und die Bohnen hier. Und wenn die Bohnen weiß sind, so wie diese hier, dann würde ich sie schälen, weil die Haut manchmal ein bisschen zäh sein kann. Das ist etwas doofe Arbeit, aber es geht eigentlich relativ schnell gemacht, weil ihr seht einfach, wie schnell ihr das hier rausbekommt. Und diese Bohnen bekommt ihr bei Kaufland. Die habe ich jetzt von Kaufland und ich denke mal, ich weiß nicht, bei Real müsste es auch geben. Jeder denkt, wie groß der Real ist, wie gut das Sortiment ist. Ja, wie gesagt, einmal das rauspulen und dann gießen wir alles ab. Und dann mixen wir das schon alles. So, dann habe ich jetzt hier einmal die Erbsen und die Bohnen und ich habe die mir schon Minze bereitgelegt. Und ich werde mir von der Minze was abpflücken. Und an Bohnen und Erbsen, die hier drin sind, waren von jedem 2 Handvoll. Und ich sage euch, Minze und Erbsen oder Minze und Bohnen, das sind die genialsten Partner, die es gibt. Macht das mal ein bisschen in Kartoffelbrei rein, macht so einen Erbsen-Kartoffelbrei dazu und dann haut ihr noch ein bisschen Minze rein und oh mein Gott, ihr werdet sterben. Und ich gucke jetzt erstmal, ich denke mal, das wird reichen. Nehmt erstmal eine kleine Handvoll. Ihr könnt hinterher immer noch was dazugeben. Wie gesagt, genauen Mengenangaben schreibe ich ins Rezept. Und wenn das Video gefällt, teilt es auf jeden Fall. Lasst andere noch in den Genuss kommen, freue ich mich immer drüber. Dann nehmt ihr euch jetzt noch Pecorino, den bekommt ihr auch bei Kaufland. Und davon reibt ihr auch so viel runter, dass ihr eine Handvoll bekommt. Ihr merkt schon, das Rezept ist echt idiotensicher. Von jedem 1 oder 2 Hände voll. Eine Handvoll, rein damit. Rest können wir noch drüber streuen, beiseite legen. Jetzt wäre eine Handvoll Olivenöl schlecht, deswegen nehmt ihr erstmal 2 Esslöffel an Olivenöl und jetzt fangt ihr an und püriert das. Und gleich geben wir noch ein bisschen Zitronensaft dazu und wir pürieren das relativ grob, sodass wir noch ein paar Stückchen drin haben. So, dann geht ihr erstmal hin und rührt es alles unter. Ihr seht, was ich meine, ein paar Stückchen haben wir noch. Und wenn es euch dann nicht, wie soll ich sagen, smooth genug ist, wenn es euch noch nicht, ja, sämig genug ist, dann gebt man ein bisschen Olivenöl dazu. Das müsst ihr entscheiden, wie die Konsistenz haben wollt. Jetzt gebe ich noch einen Schuss Olivenöl dazu. Ungefähr einen halben Esslöffel fange ich erstmal an. Rühre das unter und probiere. Wir haben noch keinen Salz und Pfeffer darunter gemischt. Das machen wir jetzt gleich auch noch. Aber erstmal probieren wir den Säuregehalt. Ja, der ist so super. Obwohl, geben wir noch einen halben dazu, also einen ganzen Esslöffel. Und dann nehmen wir unser Salz und etwas Pfeffer und ruhig ordentlich salzen und pfeffern, damit der Geschmack dran kommt. Und das einfach alles noch untermischen. Und dann sind wir schon fertig. Ihr könnt dazu gerne Mozzarella essen, das auf dem Brot aufreißen, eine Mozzarella oder ein Scheiben schneiden, drauflegen und dann die Erbsencreme oben drauf. Das ist auch richtig, richtig lecker. Ja, und dann bin ich schon fertig. Wie ihr seht, habe ich hier schon wieder alles ein Foto vorbereitet. Und zwar geht ihr hin, ihr streicht 4-5 Mal auf das Brot hin und her. Und ich bevorzuge gebackenes Brot. Und dann geht ihr hin, nehmt euch zum Beispiel hier ein bisschen Mozzarella oder was. Habe ich ja gesagt, könnt ihr gerne machen. In meinem Fall gehe ich jetzt hin, teile mir das einmal. Und gebe hier einmal richtig schön das Erbsenpüree drauf. Kommt jetzt einmal hier noch mein schönes schönes Zweig hier drauf. Und dann mache ich jetzt von diesem schönen Ensemble hier ein Foto für euch und bin dann raus.
Und das war's auch schon, wenn ihr habt gesehen, das ist ein so einfaches Rezept. Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Schickt mir wie immer eure Foto und dann Hashtag natürlich lecker oder direkt auf die Facebook-Pinnwand. Freue ich mich sowieso immer drüber. Teilt das Video, schreibt einen Kommentar und ja, das Video, das Rezept findet ihr wie immer unten. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.